Hallo und herzlich willkommen hier bei der Nachbrenner Crew. Ich bin's wieder, euer G-Dream. Und ich heiße euch jetzt, komm in War Thunder. Ja, heute gehen wir ein bisschen wieder Panzer fahren. Ne, hier ein bisschen Panzer fahren. Mit den Chiha, den M3A3 Stuart und den Premium Panzer von den, bei den Chinesen, der T26NO531. Oh, Dschungel. Ja, ganz nice Karte. Recht schwierig manchmal. Ihr wisst alle, Punkt B einnehmen, ist auch nicht lustig. Punkt A ist natürlich der absolute Mega-Point. Da sind immer alle vorhanden. Aber da gibt es auch schöne Flank, also Flankmöglichkeiten. Können wir zum Beispiel hier hinten irgendwo, wo waren das jetzt? Ich glaube, das war hier der Bereich, da ist so ein Hügel. Da können wir so schön hinfahren. Ja gut, wir verschießen viel, aber... Oh, cool. Oh, von der könnte ich eigentlich mehr gebrauchen. Ja, ich habe genug. 60 Schuss reichen vollkommen aus. Wenn die überhaupt so lange leben wird. So. Wir müssen die andere Richtung nehmen. Wir fahren vollkommen falsch. Wir müssen hier lang. Wenn ich auf den besonderen Snipe-Punkt will, muss ich die andere Richtung... What? Ja gut, stimmt. Da sind schnelle Fahrzeuge dabei. Ich vergesse das immer. Gerade in den niedrigen Rängen. Wenn dann schnell mal ein Punkt schon blinkt, dann denkst du dir, hö, geht das so schnell? Das sind alles leichte Fahrzeuge. Da sind welche, ich schätze mal, ja, ich schätze mal, dieser M8er halt ist da drauf gefahren. Und der fährt ja mit an die 100 Sachen da um die Ecken. So. Welcher war das nochmal von euch? Oh, da ist schon einer. Hat der mich gesehen? Gute Frage. Ich glaube, das war der Punkt hier. Oh, nee, das ist der falsche. Aber das ist auch kein schlechter Snipe-Punkt. Ich muss nur hier aufpassen. Hat die den Motor? Oh, wir, ach, guck mal, wie heißt jetzt nochmal? Wir haben hier Dings, ach, wie heißt noch? Ja, komm, halt still. Arschloch. Stabilisator fürs Rohr. Jetzt heißt es wieder. Wir haben ein Stabi drin. Ja, halt still, mein Freund. Halt still. Das Geile an diesem Panzer ist, ihr seht es. Na verdammt. Der kriegt das Rohr richtig schön runter. Das kriegen nicht alle Panzer hin. Oh, war ja. Getroffen habe ich ihn, aber nur sein. Das ist ein Rad. Okay, das ist Gummi. Wenn da so ein Geschoss drauf knallt, dann ist das, gibt's einen Platten. Die Animation fehlt immer noch. Jetzt. Oh, der hat gesessen. Dankeschön. Ja, also dieser Punkt hier ist zum Beispiel ganz nice. Natürlich da drüben irgendwo, da ist auch noch was. Da muss man aber ein bisschen hoch auf den Hügel fahren. Aber mit dem Panzer hier ist es kein Problem, weil das Rohr so schön runter geht. Es geht so schön runter. Gut, das liegt auch daran, weil es nicht so lang ist. So. Das ist jetzt schätzen. Das ist jetzt, seht ihr? Nein, nicht hinter den Baum fahren. Komm schon. Verdammt, das Saftzack. Wenn ich den jetzt trifft. Nee, natürlich treffe ich den nicht gleich. Jetzt habe ich ihn drauf. Das nennst du Treffer? Richtig schön. Komm schon. Nee? Der muss in einer Deckung sein oder sowas. Irgendwas ist da. Ach, jetzt fährt er weg. Oh, da ist wieder einer. Hallöchen. Oh, du stehst da sehr perfekt. Jetzt. Das mit der Maus zu dirigieren nervt wie die Sau. Ey, das war meiner. Aber da ist ja noch einer. Der ist in Deckung.
Nein, ich habe Geduld. Ich habe die Geduld. Shit. Scheiße, der blöde Penner. Ich geh mal in den... Hier bin ich safe. Stopp. Abschlusshilfe. Naja, was soll ich mehr? Komm schon. Dabei. Lass mich in die... ins Flugzeug gleich. Oh, ich krieg die Stuttgart. Ich habe nur eine fette Bombe, aber das reicht mir schon. Aber die stehen hier nirgendwo so fest zusammen. Da kommen die schon klar. Hier wäre es ganz nice. Ja, hier wäre es ganz nice. Weil der 38er, der ist leider so schwer zu knacken. Dankeschön. Ja. Ui! Panzerwagen 2. Nein, der Trickster, du. Ich versuche ja eigentlich weniger zu fluchen, Leute, aber wüsste ich niemand. Der ist unter uns da. Irgendwo hier in dem Bereich ist der. Ah, guck mal, da ist das nächste Opfer. Scheiße! Als ob du das geschnallt hast. Das Geschoss ist zu langsam. Fuck. Das Geschoss ist einfach zu langsam. Oh, der da hinten. Oh, das muss ich aber ganz schön weit. Zu spät geschossen. Der hätte ich vorher rechnen sollen. Ich habe so nicht damit daran gedacht zu schießen. Ach. Kein Bock hier ewig zu warten, bis der Kerl da aus seinem Versteck rausgekrochen ist. Vorsicht, nicht hier reinfahren, da geht's tief, da ist er schon ab. Der Vater gekriegt. Na komm. Alter, hat der Probleme mit den Ketten oder was? Ja, hat echt Probleme mit der Kettenfeder. Oh, komm schon, Turm. Schnell. Natürlich. Ja, du mich auch. Komm schon, das schaffen wir. Schaffen wir. Nicht zu tief. Ja, es geht. Oh, Bro, ey. Du bist aber ganz schön am Fackeln. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, mach das ja nicht. Du wirst es bereuen. Da kommt trau dich. What? Lebt. Oh, ey, ich glaub's nicht, wie schwierig es ist, diesen Panzer rumzudrehen. Jo, er hat doch super getroffen. Und noch mal rein. Ist doch jetzt eigentlich kaputt gegangen. Was? Nein! Gajin, das wollt ihr mir nicht antun. Entschuldigung, Leute, aber es regt mich sowas von auf. Ach, Mann, ey. Wenn man zu wenig Zeit hat. Oh Mann, Alter, das ist gemein, Gajin. Könnt ihr mir nicht mal ein paar Sekunden länger geben? Nein, könnt ihr nicht. Warum auch? Bin ja nur ich. So. Jo.
So, jetzt alles. Ja, was wollen wir erforschen? Filter, Richtantrieb. Ich nehme den Richtantrieb, der ist mir deutlich wertvoller. Wie viel habe ich jetzt eigentlich zusammengekriegt, damit ich... Ja. Wir machen noch eine Runde. Die war mir zu kurz, Leute. Die war mir deutlich zu kurz. Oh nein. Die Lemming-Karte. Hier fahren sie alle wie die Lemminge. Entweder zu B oder zu C. Ah. Ja, manchmal auch zu A. Ah, hier fahren sie echt wie die Lemminge, ey. Schön alle geradeaus. Meistens und ja. Nur wenige machen hier taktische Aktivitäten. Apropos taktische Aktivität. Ich werde mich, glaub, zu C begeben. Wenn es dazwischen kommt. Oh, das ist der kleine Radpanzer. Ja, was ich mit dem Rating angesprochen übrigens letztens habe, oder ja, schon einige Videos schon wieder her. Ja, hier geht es jetzt auf einmal. Also ich sehe jetzt zumindest nichts, was jetzt mehr leicht Panzerwagen 3, aber der hat ein Rating von 1,7. Also das ist jetzt voll in Ordnung. Ob da jetzt Leute dabei sind, die zum allerersten Mal Panzer fahren, ne? Also frischen Account haben und alles. Also kein zweiter Account, sondern wirklich einfach nur das Spiel durch so irgendeinen Zufall gefunden haben und gesagt haben, ach, das möchte ich spielen. Ne? Und dann wird so, ja, ich nenne mich halt immer selbst Veteran, weil ich halt schon verdammt lange dabei bin und schon verdammt viel gespielt habe und ihr kennt ja meine Spielerkarte und alles. Ja. Und dann kommt da so ein Veteran-Fuzzi wie ich, der trifft auf diese Menschen, auf diese Neulinge und ja. Was ist das? P irgendwas. Irgendwas mit P. M? P? Was ist jetzt? Irgendwas ist das. Italienisches Fahrzeug, glaube ich. Nee, das ist ein Ami. Der ist abgehauen, oder? Ist er einfach weggefahren? Nee, der ist nicht weggefahren. Der versteckt sich hier. Tschüss. Oh, fuck. Ah, der hat aber auch gelitten. Wir haben leider keinen Schützen mehr. Wir müssen warten, bis unser Schütze wieder bereit ist. Ach komm! Ach, habt ihr das gesehen? Der Schütze ist wieder da und auf einmal geht das Rohr runter. Was soll denn die Scheiße? Sie sind auch deutlich viel zu viele Fehler drin. Viel zu viele Fehler. So, dann machen wir mal diesen anderen Stuart-Modell rein. Das ist geil mit dem Zeugkäden, so Gepäckding da noch drauf. Ne? Das hat uns geil gemacht, sieht nice aus. Warum wir das Maschinengewehr hier an die Seite geklebt haben, was weiß der Teufel. Ne? Vielleicht ist es leichter zu bedienen. Vorne ist eine Macht. Hier macht mein Kollegen hier richtig schön Probleme. Bremsen, wenn du... Okay, also Bremssystem funktioniert noch nicht einwandfrei. Oh, da ist der Panzerwagen 3. Der ist natürlich hier sehr gut auf der Position, weil der hat eine 7,5er Kanone. Aber hat keinen Ladeschützen mehr. Komm Junge, trau dich raus. Na komm. Also am Zoom haben sie wieder rumgefuhrwerkt. Das mag ich mal überhaupt nicht. Hä? Ich habe leider auch nur eine Granatenform dabei.
Oh fuck. What? Wo? Wie, wat, wo, wer? Okay. Aha. Aha. Wie ist denn der da hochgekommen? Hä? Seit wann kommt man da hoch? Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Seit wann kommt man da hoch? Also ich habe das noch nie gesehen, dass man da hoch kann. Oh, sehr schönes italienisches Flugzeug. Komm, geht's auf endlich. Alter, was frisst du wieder für Kuh? Ah, das ist eine HE. HE, wer kleistert mir hier wieder alles zu? Wo sind wir denn hier? Okay, das ist der Panzerwagen 3. Oder noch? Da ist ein BT-5. Okay, ich habe mir so ein bisschen den Flügel abgemacht, aber ich bin noch flugfähig. Also, ja, da hatte ich dann die Bäume, die sind erschätzt. So. Hey, der Panzerwagen 3 hält da hinten die Position sehr gut. Oh, der ist weg. Gibt noch. Alter. Jetzt kommt ein Vierer rein. Der muss sich da hinten nur hinstellen. Demonstrativ, einfach nur auf einer Position. Da oben ist der kleine Scheiße. Ich kann ihn kaum anvisieren. Einfach mal just for fun schießen. Ja, nee, da ist nicht drin gewesen. Oh! Oh! Also, das sieht man auch nicht. Ob ich hätte jetzt schießen können, ich Depp. Ja, Leute. Wenn man unkonzentriert ist, ne? Warum ist er wieder? Natürlich ist der Baum im Weg. Ich kann ihn aber auch nicht anvisieren. Also Artillerie draufsetzen ist gerade nicht so machbar. Die kommt schon von der Flanke hier. Kommt schon von der Flanke. Das ist jetzt nicht so gut. Ich allein. BT-5. Scheiße. Natürlich. Klaro. Ich hab's gehabt. Oh, nicht mal mehr Artillerie absetzen können. Okay. Tja. Man merkt es. Das sind die anfänglichen Panzer. Und ich mag... Ich sag mal so. Gelegentlich fahre sie gerne. Aber von Nationen, mit denen ich halt auch mich gut auskenne. Vor allem fahre ich gern mit den deutschen Panzern, wenn ich mal wieder Bock habe, so kleine zu fahren, versteht ihr? Das ist einfach dann mal nice. Ja gut, da ist jetzt leider keine Ahnung, was rauskommt. Aber es wird so oder so kein gutes Ergebnis sein und wir werden so oder so verlieren. Verlieren leider. Ja. Naja. Dann hoffe ich mal, dass ich die nächsten Tage hier weiterkomme. Und ich gehe mal hier die ganzen Dinger durch, um zu gucken, wo ist was verbessert, verändert worden, gemacht und getan. Ne? Dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen, erklären und so weiter. Gut, Leute, dann, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Bitte gebt dem Video hier ein ordentliches Like. Das wäre ganz nice. Und komm, ihr könnt dann natürlich auch da lassen und ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.